Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Halloween-Wochen hier bei mir auf dem Kanal mit Paratopic. Leider ein Horrorspiel oder sagen wir mal Thriller, Horror, Krimi, Gedöns. Leider nur in Englisch. Ich könnte das Field of View mal ein bisschen höher machen. Helligkeit ist glaube ich so doof auch nicht. Ihr wisst ja, YouTube macht gerne dunkel. Language ist glaube ich leider nicht deutsch möglich. Englisch, Englisch, Uppercase, weiß ich. Ist das einfach größer geschrieben oder was? Egal. Wir beginnen. Ja, es ist aber auch kein allzu langes Spiel. Insofern kann man das durchaus in einer Sitzung durchspielen. Habe ich zumindest gelesen, ich habe es noch nie gemacht. Dass das wohl so 2-3 Stunden dauert. Aber ich spiele jetzt bloß für euch rein. Haben Sie einen Feind, Freundchen? Was? Ich würde es gern auswählen können. Wir haben einen Anruf erhalten. Über Sie? Ungeklärte Gutsdinge? Keine Ahnung, haben Sie gesagt. Ja, ach hier, ich kann es mit Richtungsteilen bestimmen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ein Konzernmitarbeiter hatte das Gefühl, uns vor Ihnen warnen zu müssen. Da habe ich nichts drauf zu sagen. Was, das nicht zu sagen? Ich will meinen Anwalt sprechen. Du denkst, du bist so clever. Jetzt sind schön voll oben. Was? Es ist eine beschäftigte Nacht und alle... keine Kameras da draußen. Du denkst, dein Anwalt kann mich da aufhalten, davon abhalten, mir diese Bänder anzugucken. Wahrscheinlich Überwachungsbänder oder sowas. Das sind nur Bänder. Hä? Was? Nur Heimvideos? Du brauchst ja keine Sorgen zu machen, wenn ich mir das angucke. Ich kann mich... Oh Gott, ist das eine Fischoptik. Ich kann mich übrigens nicht bewegen, ich kann mich nur drehen. Ich kann hier wirklich nichts machen. Ich erwarte übrigens gerade nicht die große Action hier in dem Spiel. Yeah, Baby. Okay, ich hab mich neben zurück. Wie kann ich das machen?
Das wollte ich eigentlich gar nicht. Wirst diesen Instruktionen folgen. Du wirst dich nicht widersetzen. Du weißt, was das letzte Mal passiert ist. Du musst professionell bleiben. Yes, Sir. Professionalismus, das will ich hören. Natürlich. Gut, ein professioneller Ruf. Du wolltest nicht die Tapes, die Bänder hier? Wolltest du nicht die Bänder holen, die wir in deinem Apartment zurückgelassen haben? We have a key. Wir haben den Schlüssel dazu. Du hast uns davon erzählt, richtig? Über was? Du brauchst nicht den Dummen hier spielen. Spiele ich nicht? Es ist professionell bleiben. Lügner sind nicht professionell. Unnütz. Du professioneller Lügner. Ich habe einen anderen Job für dich. Wir wissen natürlich, was we know, of course, wir wissen es natürlich, aber wir akzeptieren dich, wenn du professionell bist bei uns irgendwie so, ja. Du musst dich komplett öffnen, also musst ehrlich sein. Ach, jetzt werde ich mich mal fragen, kennst du auch noch andere Wörter? Das ist nicht professionell. Alter, die Fresse! Die sind wie Hunde. Manchmal... Was? Manchmal hast du uns Happen zugeworfen? Und wir geben dir Happen zum Teilen. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht irgendwie. Gut, mein Englisch ist nicht das Beste, das wisst ihr ja. Ich versuch's halt einfach. Überquer die Grenze und deliver, bring die Goodies zu den regulären Plätzen. Was immer du auch tust, pass auf sie auf. When if you do... kriege ich jetzt nicht auf die Kette. Okay, wir sind jetzt wohl im Spiel. Hier darf man nicht rein, dann gehen wir da gleich mal rein. Geht das? Habe ich jetzt irgendwas falsch oder richtig gemacht? Ich weiß es nicht, Leute. Aber ja, Kippe ausdrücken. Meine qualmt aber noch. Da rauche ich noch weiter. Es hat eine gewöhnungsbedürftige Optik, muss ich sagen. Also allein schon durch diese Fischaugenoptik. Aber irgendwie... Kommt da jetzt was oder nicht, oder wie? Warte mal. Ja, der fährt runter, okay. Da passiert nichts. Gut. Keine Ahnung, was ich jetzt getrieben habe. Aber der Fahrstuhl kommt. Hat eine sehr verstörende, aber irgendwie interessante Grundstimmung, das Spiel. Oh Gott, ist der lahm, der Aufzug. Alter!
Wenn denn meine Arbeit auch so lahm wäre, würde ich sie gerade mal in einer Schicht vom Erdgeschoss in den vierten Stock schaffen. Ich hoffe, dass jetzt keiner drin. Ja, wir riskieren es mal. Okay. Das ging jetzt dafür zum Glück schneller. Da ist jemand. Bauen cross the police line. Ducken? Ah, ducken geht auch. Rennen geht auch. Okay, gut zu wissen. Da kommt ein bisschen Dreck raus. Da können wir nicht rein. Boah, schon ein bisschen widerlich hier, ne? Haben sie geschafft, obwohl das echt reduzierten Grafikstils. Hier eine recht eklige Grundstimmung reinzubringen. Ja, ja, ich komme ja. Das waren schon Männer vorher hier. Die sind in deinem Apartment. Das didn't recognize them, kann ich übersetzen. Okay, vielleicht war es nur ein Freund. Freund dreamt of something big for you. Dein Freund hat irgendwas Großes für dich fallen lassen. Oder da gelassen, besser gesagt. Ist jetzt das hier mein Apartment? Nee. Das wird es dann wohl sein, aber ich gucke hier trotzdem mal noch komplett durch. Hat das irgendeine Bedeutung? Nein. Ich glaube, ich mache mal Licht. Ja, um den Koffer wird es sich wahrscheinlich handeln. Das sind die Bänder. Das sind Bänder, nicht wahr? Erstmal anklopfen. Nein. Penetrier dich selbst. Was hält dich diesmal auf? Ich weiß es nicht. Du weißt einen Scheiß. I'm not supposed to. Keine Ahnung. You always been good to me before. Du warst sonst immer so gut zu mir. Nun komm schon. Ich verhungere. Ich kann nicht. Ricken, willst du nicht irgendwie was über deine Freunde hören? Kannst du dir nicht das Band angucken, was ich dir letztens kopiert habe? Es funktioniert nicht mehr. Es zeigt bloß noch Statik. Ach komm. Nur ein Band und ich sag dir die Sache. I can't. Es wird schon keiner ein einziges vermissen. Ein einzelnes. Sei kein Idiot. Sie haben es das letzte Mal gefunden. Okay, ich gebe nach. Act like you care. Handel, wie du denkst. Du kannst dieses eine nochmal haben. Weiß nicht, ob das eine gute Idee war.
Aber jetzt haben wir wieso Ruhe. Die Bänder haben wir raus, oder? Ich glaube, das geht hier nicht gut. Upsi. Ach, wir können selber. Also das ist ja geil doch. Wir fahren selber gerade. Also kein Gas geben oder sowas, aber wir lenken zu mir selbst. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Außer rumschwenken? Ja, wir gehen. Ja, wir gehen. Es ist, wir gehen. Ich verstehe nichts. Of Calhoun. And a call to Gulliver Canning and a call to Wilhelm Palmer. It's Colin Arkell. So, anyway, a call of Pinipal, tell Kubotsma, a lot well, a beautiful Colvin, go, Bear Karen, go, Colvin, did then. Ich hab keinen Schimmer, was ich hier machen muss. Es gibt bloß die zwei Sender. Instill Colvin Palmer. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade treibe. Ich weiß nicht, ob die Fahrt irgendein Ziel hat. Aber ich kann wirklich außer dem Radio hier nichts anderes bedienen. But you called Waldepols. It's not called Calmar. Ich denke mal nicht, dass wir die Karre schrotten müssen, aber da ist was weg. Jetzt ist die Knarre da. Hä? Die Tapes sind weg. Die Knarre ist da. Was? Was ist? Was? Hä? Das kann ich nie drehen. Doch geht. Ich bin etwas verwirrt von dem Spiel. Mein Lieblingsrahmen sind die mit würzigen Schrimps. Boah, aber die sind ausverkauft. Such dir irgendwas aus, okay? Hast du etwas von dieser Lowland-Milch? Ich brauche was zum Wachhalten.
Wir haben den 12-Stunden-Spitfire, Beasley Bub und Tante M's Old Remedy. You ich mag das von Tante Irm. Sie macht es drüben in Rio Larendo. Also irgendwas, ein lokales Produkt, oder? Familiär sogar. Kein Witz. Kein Witz. Wonach schmeckt das? Es gibt mehrere Geschmacksrichtungen. Erdbeere, Gooseberry weiß ich nicht, Blackberry, Blaubeere, Winch, what do you want? Such dir was. In dem Erdbeer. Die Maschine dafür ist in der hinteren Ecke. Selbstbedienung. Alles klar. Ich gehe nirgendwo hin. Heck, das ist eine Schande. Achso, den müssen wir anderen, die anderen Sachen auch noch durchklicken. Der nächste Ort zum Essen ist der Burgerbild. Näher an der Grenze. Du findest mehr Plätze, also mehr Orte, wo du was essen kannst. Was willst du haben? Burgerbild, Chicken, Mexican. Oh ja, mexikanisch. Da ist ein regelrechter Haufen von Fastfood-Läden dann in der Nähe von diesem Ort. Hab Angst, wenn du schicken möchtest? Ja. Ich komme jetzt gerade echt nie mehr mit. Ich wollte doch eigentlich bloß da in diesen blöden Automaten daran. Lüg den jetzt an. Okay, jetzt sind wir mitten in der Pampa irgendwie liegen geblieben. Ja, mit dem El Camino. Und jetzt haben wir auf einmal die Kiste hinten auf dem Ding drauf. Ein Fotoapparat und schlagartig verzell. Ja, schönes Bild von dem Camino mal. Von dem El Camino. Irgendwie Zoom oder irgendwie so ein Scheiß. Kein Lust, wo ich hin muss, Leute. Runterfallen? Yo. Ich hab meinen Vogel fotografiert. Da ist auch noch ein Viech, aber ich will das da oben erstmal gucken, ob ich das erwisch. Obwohl. Das ist sowieso der Fluss. Vielleicht kriegen wir ja das Viech hier, was da oben gewuselt ist. 6 Viecher müssen wir erwischen, wie es aussieht.
Glück zeige ich die Kamera mal an, wenn was Interessantes zu sehen ist. Es scheint egal zu sein, was wir zum Ob. Jetzt habe ich gerade einen Hänger. Was wir fotografieren. Was wir für ein Objekt im Prinzip fotografieren, wollte ich sagen. Ich brauche noch einen Vogel. Jawohl. Sind wir eigentlich? Sind wir ein Reporter? Sind wir ein Privatdetektiv? Ein Vogelkunde? Weiß der Deibel? Strangers Spiel, Leute. Echt ein Strangers Spiel. Ah, das ist eine Windmühle. Ist zumindest mal was Neues. Gucken wir doch mal dahin. Vielleicht ist ja irgendeine Bewandtnis. Da kann ich nicht mal runterfallen. Das willst du nicht als Motiv irgendwie haben, ne? Ach! Das ist verwirrend! Ich muss mal sagen, meine Verwirrung ist groß genug. Spiel schon fast eine halbe Stunde. Das langt, glaube ich, für das Spiel so als Einblick. Ich werde mir das mal privat irgendwie zu Gemüte ziehen, aber das ist so, muss man sagen, Let's Play untauglich schon fast. Hat eine gewisse Atmosphäre, aber ich bin gefühlt vor 10 Minuten ausgestiegen. Sag ich ganz ehrlich. Vielleicht habt ihr da Interesse dran. Ich habe es mir auf der Switch geholt, hat auch nicht irgendwie viel gekostet, 5er oder sowas. Geht aber, wie gesagt, auch laut Beschreibung schon bloß 2-3 Stunden. Joa. Das war's mit Paratopic. Okay. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt, Halloween-Wochen bei Els hier im Oktober. Bis denn, haut rein. Ciao.